UNART TV berichtet hier am 13. Juni 2010 vom Blackfield Festival. Und ich habe, wie versprochen, jetzt hier die Band Tysk Loda hier sitzen, mit denen wir ein Interview machen können. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Kein erstmal. Problem. Gerne, 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 gerne. Ich lege mal direkt los. Ihr hattet euren Auftritt bereits jetzt hinter euch. Mhm. War ein super Set. Ich selber habe also schweißtreibend, muss man sagen. Viel Spaß gehabt. Hast du getanzt? Ja, natürlich, natürlich die obere Reihe. Okay, okay. Wie ist es für euch gelaufen persönlich? Ich glaube für den Slot, also es war ja relativ früh und relativ hell und dafür, dass so eben keine Lichteffekte und unsere Videoshow konnten wir nicht machen bei den Lichtverhältnissen, war es ganz okay. Also ich glaube, ich war positiv überrascht. Ja? Doch. Okay. Ja, ich sag mal, so wie ich es empfunden habe, war da richtig gut gelaunt auch, hat nach oben mächtig abgezogen. Bist gut aus sich rausgekommen? Ja, das ist einfach so. Wenn wir um diese Zeit spielen und keine Videoshow haben, dann musst du halt morgen noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Die Leute waren gut drauf, Pit war okay. Einige Leute haben gestört, aber das ist ja halt immer so. Hä? Okay. Stört keiner. Die Leute, die stören dann halt nicht. Nein, die stören nicht. Genau. Ihr seid seit 20 Jahren, ist Tysk Loda nun Programm. Und ja, ich sag mal, das ist ja jetzt schon eine lange Zeit auch in der Szene. Wie ging es eigentlich Anfang der 90er Jahre mit euch los? Wie ist Tysk Loda eigentlich entstanden? Also eigentlich haben wir alle irgendwie schon mal in einer Schülerband gespielt. Also gerade der Ralf und ich haben zusammen in einer richtig so Punk-Rock gemacht und so in der Schülerkapelle. Und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Ne? Dann habe ich mit Klaus mal so ein Gothic-Projekt à la Sisters of Mercy Joy Division gemacht. Aha. Und als wir uns dann den ersten Sampler gekauft haben, damals vor 20 Jahren, von meinem ersten selbstverdienten Geld, haben wir halt die Möglichkeiten ausgenutzt und dann haben wir halt gesehen, das gefällt uns eigentlich noch viel geiler. Also das ist, war schön. Haben halt die technischen Möglichkeiten ausgenutzt des Gerätes und neue Songs geschrieben. Und unser alter Bassist ist damals nicht mitgezogen, den wir hatten in unserer Gruftkapelle. Ja, und so ist eigentlich das Geduld entstanden. Und dann habe ich mich, als die Frage aufkam, hey, wir brauchen aber noch jemanden, der ein bisschen Druck auf der Bühne macht, an meinem alten Kumpel Ralf erinnert aus der Schülerkapelle mit seinem Bio-Schlagzeug. Und seitdem ist Ralf eben auch dabei. Okay. Ja. Also man muss noch dazu sagen, wir haben ein legendäres Front242-Konzert gesehen. 89 war das, ne? Wieso, ja. In Bremen. Und das war schon eine beeindruckende Geschichte, weil das war was völlig anderes, was völlig Neues. Und wir haben gesagt, ey, in die Richtung, da müsste man echt marschieren. Weil da war Druck, da war Atmosphäre, das hat uns gefallen. Und dann haben wir gesagt, naja, New Wave ist nun nicht mehr ganz so unser Ding. Lass uns mal in die IBM-Schiene irgendwo eintauchen. Und dann haben wir halt versucht, unseren eigenen Stil da irgendwo zu entwickeln. Ne? Passte. Aus dem deutschen Bereich seid ihr da auch absolute Vorreiter und habt ganz, ganz viele Innovationen auch damit natürlich in die Szene gegeben. Ganz danke, klare danke, Geschichte. Danke. Ja, ist, muss man einfach, ganz einfach so sagen. Der Hodenkrampf ist vorbei. Genau. Wir haben einmal einen kleinen Perspektivenwechsel gemacht, um unseren Kameramann zu entlasten. Und machen mal weiter mit dem Interview. Eure Musik bzw. der Stil ist eine Mischung zwischen IBM, Dark Electro bis hin zu, ihr drückt es aus auf der Webseite, ominösen Tanzbeats oder tanzbaren Beats. Eine explosive Mischung, möchte ich sagen, ist in diesen 20 Jahren entstanden mit bemerkenswerten Veränderungen in den Klangwelten. Wie ist das überhaupt mit dieser Mischung bei euch entstanden? Du meinst, dass wir heute anders klingen als vor 20 Jahren? Richtig. Diese konstante Weiterentwicklung. Ja, das ist es nämlich, genau. Genau das ist es, weil du kannst ja nicht immer dein ganzes Leben lang den gleichen Scheiß machen. Und die Produktionsmöglichkeiten haben sich natürlich massiv verändert. Mhm. Du hast heute ganz andere Möglichkeiten zu arbeiten. Und wir versuchen auch nach Möglichkeit immer ein bisschen anders zu klingen auf jedem Album und so. Natürlich soll es immer noch Tysk Loda bleiben, aber ich denke mal, die markante Größe ist halt hier Albert mit seinem Gesang. Ja. Und dazu soll es halt brachiale Tanzmusik sein und so. Ne? Also denken wir, das ist eigentlich so das Credo, das wir haben. Und alles, was da passt, das machen wir dann auch und so. Ne? Haben da auch keine Berührungsängste oder so. Ich meine, viele werfen uns ja vor, wir wären nicht mehr so oldschoolig wie damals in den 90ern oder so. Aber ich denke, das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Ja. Und das haben wir gemacht. Okay, stehen wir zu. Sind auch geile Tracks bei, die wir auch heute noch gerne live spielen und so. Aber wir müssen nicht 20 Jahre den gleichen Scheiß machen, das können andere machen. Also bitte. Auf jeden Fall. Also, es hat sich natürlich auch die Arbeitsweise bei uns
ein bisschen verändert. Es ist früher so gewesen, dass wir halt zu den Alben dann ins Studio gegangen sind, wirklich da 3-4 Wochen im Studio verbracht haben und die Alben komplett durchgezogen haben. Und die letzten 3, seit wir eigentlich wieder gestartet sind, bei Black Rain halt unterschrieben hatten, haben wir eher so aufgenommen, dass jeder in seinem Home-Studio die Sachen selbst für sich kreiert hat. Ich habe zum Beispiel die Grundtracks gekriegt, habe dann angefangen, meine Stimmen drauf zu singen. Und im Endeffekt haben wir dann in unserem Studio, das wir bei Olaf halt zu Hause haben, die Dinger dann fertig gemacht. Ne? So dass wir auch uns permanent E-Mails hin und her geschickt haben mit State of the Art, wie weit sind wir, wie findest du den Gesang, was können wir da verändern. Und die Arbeitsweise ist einfach geworden durch die neuen Medien. Und was man auch definitiv sagen muss, wir plündern natürlich auch die ganzen Musikrichtungen durch. Ne? Das heißt, wir gucken, was ist hier, was ist da, was können wir da gebrauchen. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Klar, also kann man sagen, dass ihr dieses Gespenst, was ja viel auch in der Szene kursiert, sei es auf der kommerziellen Seite, dieses Kommerzgespenst, sowie auch dieses, oh ja, die Band existiert ja schon 20 Jahre und ihr seid ja nicht mehr so wie früher, dass ihr da eigentlich das verneinen könnt auch grundsätzlich. Ich glaube, wir wollten nie sein wie früher. Wir haben einfach nie Scheuklappen aufgehabt und haben einfach gesagt, okay, das finden wir gut, das findet das Publikum gut. Und ich glaube, dieses, wir müssen so klingen wie oder wir müssen klingen wie vor 20 Jahren, ich glaube, davon muss man sich einfach verabschieden. Und in allen Sparten gibt es halt eine Weiterentwicklung. Das ist in der Musik genauso. Und wer da stehen bleibt, ja gut. Ich glaube nicht, dass man 20 Jahre Musik machen kann und einfach am Anfang stehen bleibt und immer dasselbe macht. Das wollen die Leute dann auch man nicht kann mehr. Man kann das natürlich, aber klar. Stillstand ist das Schlimmste. Ja, Stillstand ist der Tod irgendwie. Ne? Sollen wir Namen nennen? Es soll schon klingen wie Tyske Lüder, aber ja. Wir sind jetzt nicht festgelegt und sagen, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie Oldschool oder sowieso machen, sondern einfach gesagt, wir machen Musik und auch andere Sachen entwickeln sich weiter und wir sind auch nicht so festgelegt und hören nur irgendwie Oldschool-IBM. Wir hören auch andere Sachen und da muss man halt sich, also ich denke, man muss sich einfach weiterentwickeln, sonst bleibt man stehen und dann ist es vorbei. Aber ich glaube, auch heute erkennst du noch, wenn du einen Tyske Lüder-Track kennst oder du kennst eine Platte von früher, erkennst du auch heute noch eine Platte von Tyske Lüder. Wir haben uns niemanden nötigen lassen, irgendwo ein IBM-Set spielen zu müssen, wie andere Bands das eventuell mal getan haben. So von wegen, ja, ihr dürft aber nur alte Sachen spielen. Da haben wir immer abgelehnt, weil wir spielen einfach unser Ding durch. Und unser Set ist immer so, wie wir gerade Bock drauf haben. Ja. Ne? Also wir haben uns jetzt speziell fürs Blackfield überlegt, was können wir in dieser kurzen Zeit machen. 35 Minuten, normalerweise spielen wir so gerne 45, 50 Minuten und dann muss der Sack zu sein. Und hier ist es halt so, dass du in 35 Minuten halt Tracks bringen musstest, die auch das Publikum überzeugen, die uns nicht kennen. Mhm. Und die Autogrammstunde hat es eben gut an den Tag gebracht, dass wir eben auch wieder neue Freunde gefunden haben, die gesagt haben, ey cool, so wie ihr da euer Ding rüberbringt und mit wie viel Druck ihr da vorne seid, das ist schon beeindruckend. Und klar, das freut uns natürlich noch. Da greifst du auch ein Thema auf, da werde ich gleich noch mal eben einmal einhaken. Zuvor habe ich hier noch eine Frage. Ihr habt ja einige Zeit auch pausiert, hatten wir gerade kurz angesprochen gehabt, beziehungsweise du hattest es auch angesprochen gehabt. Und ihr habt 2004 ja wieder richtig eigentlich losgelegt zu produzieren. 2006 ist dann endlich das Album auch Soyuz erschienen. Ihr habt 2 Jahre im Endeffekt an diesem Album geschraubt. Warum schraubt man 2 Jahre an so einem Album? Ja, kann man sagen, dass ihr mit den Ergebnissen in dem Moment auch als Comeback sofort gesagt habt, wenn, dann knallt's richtig? So wie das Album also auch tatsächlich ist? Nee, ich glaube, es war eher so ein natürlicher Prozess. Wir haben 96, 97 halt gesagt, unsere Lebenssituation hat das halt nicht mehr hergegeben, dass wir an der Band weitergemacht haben. Wir haben es nie zu Grabe getragen oder abgelegt oder so. Wir haben einfach gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Pause, weil jeder hat sich so nach Studium, Berufs und so, musste sich erstmal finden. Ich war 3 Jahre lang in München und so. Und ja, und wir haben, als wir wieder das erste Mal gespielt haben, 2004 oder 2003, hatten wir ja noch gar nicht die neue Platte im Kopf, sondern wir haben einfach nur gesagt, okay, das machen wir jetzt noch einmal, so war die Idee. Und das war's dann und so. Ne? Das war aber dann so geil, dass wir dann halt gesagt haben, okay, nee, die wollen uns ja noch, ey, und das bringt auch echt Spaß. Und das ist eigentlich noch viel geiler, als es in den 90ern war. Und dann machen wir weiter und dann sind wir halt angefangen und so. Teilweise sind auch die Tracks auf der Soyuz, sind auch in der Pause. Ich habe ja immer weiter Musik gemacht und
nicht aufgehört damit. Also sind teilweise dann ja auch von 97, 98 oder von 2000 und so. Ja. Das ist halt so, so ist es halt gewesen. Ne? Also jetzt nicht, dass wir jetzt da gestanden haben und gesagt haben, ja okay, das muss jetzt der Hammer werden, wenn wir jetzt nach so vielen Jahren wieder eine Platte machen, sondern klar, stehst du dahinter und sagst, okay, das muss ein gutes Ding werden, aber... Also nee, kein Vorsatz, kein Vorsatz. Okay, jetzt kommen wir nochmal auf das, was Albert gerade sagte, das ist der Punkt, das ist noch einer weiter, muss ich nochmal zurückhalten ein Stück. April 2008 erschien ja die Scientific Technology, welches sich ja mit diesem Thema auch der Scientology beschäftigt und deren Machenschaften, so wie er es auch schreibt. Ich finde es sehr gewagt, dieses Thema so aufzugreifen, sei es als Künstler, Musiker oder auch als Journalist. Welches Feedback habt ihr bekommen und was ist überhaupt danach passiert? Ich denke, da ist ja irgendwie sicherlich was passiert. Ja, es ist also, als allererstes haben wir ja sehr guten Kontakt zu der Gruppe Anonymous gefunden. Das ist halt so eine, ja, wie nennt sich das, so eine internetbasierte Anti-Gruppe, die sich eben mit Scientology beschäftigt und die auch an den Pranger stellt. Was sich auch in dem Namen wieder gespiegelt hat für die neue CD, die darauf gefolgt ist, Anonymous. Und klar, wir sind zum Teil auch massiv angegriffen worden deswegen, haben aber auch, besonders in England, als wir da aufgetreten sind, unheimliche positive Resonanz gekriegt vom Publikum. Mhm. Dass zum Teil auch eben Anonymous-Leute da waren, diese spezielle Anonymous-Maske, diese Vendetta-Maske, das ist das Zeichen der Anonymous-Community. Und das geben wir ja auch immer wieder, wenn wir auftreten. Wenn wir Titanen spielen, dann soll diese Maske eben zeigen, pass auf, wir sehen euch und wir sind da. Und ihr könnt uns nicht verarschen. Das heißt, im Endeffekt wollen wir dadurch auch ein Stück dazu beitragen, dass eben die Scientology-Sekte, weil das ist eine Sekte, definitiv, in Deutschland nicht Fuß fasst. Und ich glaube, alle, die daran arbeiten, eben Scientology abzulehnen und Scientology zu vermeiden, haben mit Sicherheit da auch gute Arbeit geleistet. Und Scientology ist in Deutschland im Endeffekt immer noch ein Randproblem. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Okay. In den USA ist es völlig anders. No? Das ist allerdings wahr. Da wird es ja hofiert von vielen Prominenten. Tom Cruise. Hm? John Travolta. Ganz klar. Ja. Damit das ist eine Mischpoke. Damit ist also auch die Frage geklärt an die lieben Zuschauer, was es mit der Maske auf sich hat. Ich bin nämlich heute auch wieder darauf angesprochen worden. Mensch, wenn du die nämlich im Interview hast, dann frag doch mal bitte wegen der Maske nach. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Ihr wisst also Bescheid. Wie Vendetta. April 2009, und jetzt kommen wir nämlich darauf auch nochmal zu sprechen, auf die Live-Auftritte. April 2009 war die Veröffentlichung Anonymous mit zahlreichen Live-Auftritten. Was hat sich verändert in der ja eigentlichen damaligen vorherigen Zeit, wo ja eure Live-Auftritte auch sehr rar gesegnet waren? So wie auch hier im Ruhrgebiet wart ihr ja so gut wie ganz selten bzw. gar nicht unterwegs, ne? Ja gut, bei uns hat sich Folgendes geändert. Wir haben also in 2009 einen Vertrag geschlossen mit VOD, Wings of Destiny. Das war das erste Mal, dass wir überhaupt gesagt haben, okay, wir lassen uns von einer Booking-Firma unterstützen. Mhm. Und die haben uns gleich mit DAF zusammengepackt. Das war das allererste, was wir gemacht haben. Ja. Haben eine schöne DAF-Tour gemacht, war super. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt, auch mit Gabi Delgado, das war super. Krefeld, ne? Genau. Und danach hat sich das einfach so ergeben. Dann sind wir zu ein paar Festivals eingeladen worden und dies, das und jenes. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir alles mit. Problem bei uns ist immer, dass wir halt beruflich auch eingespannt sind, sodass wir wirklich Tüskeludder in unserer Freizeit machen müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, wir machen jetzt 3-4 Wochen eine Tour, sondern wir müssen uns das schon wohlweislich aussuchen, wann, wie, wo. Und dann versuchen wir das halt hinzukriegen. Im letzten Jahr war es viel, muss man sagen. Und in diesem Jahr haben wir ja gesagt, ja, wir treten mal so ein bisschen auf die Bremse und nehmen ein paar Festivals mit und arbeiten lieber an einer neuen CD, die dann hoffentlich im Herbst rauskommt. Ich denke schon. Das Komfortable, Schöne an der Situation ist natürlich, dass du dir dann die Gigs aussuchen kannst oder so. Ne?
Also wenn du nicht alles machst und alles machen musst und so und auch Touren oder so. Wie gesagt, wie Klaus schon sagte, ist halt bei uns relativ schwierig, weil wir alle auch familiär, beruflich total eingespannt sind. Und es muss halt passen. Und da muss halt die Familie auch mitspielen. Und das tut sie Gott sei Dank. Danke an die Frauen. Sehe ich also auch so. Ja, geht uns ja genauso. Ja. Ist all dasselbe. Chris, tontechnisch kommst du damit hin? Wunderbar. Jetzt komme ich mal zu einer Frage. Du hattest gerade gesagt, auch aus dem Oldschool-Bereich, diese Gruft-Kombo, wie du es so schön gesagt hattest, Joy Division, Sisters of Mercy und so weiter. Und jetzt dieser, ja, ich sag mal, IBM Industrial-Schiene. Sind Genres überhaupt grundgenerell für euch ein Thema? Eigentlich nicht, nee. Also wie gesagt, in der Jugend haben wir uns ja halt auch vom Metal über diese Gruft-Wave-Schiene halt zum IBM bewegt oder so. Und ich höre heute noch gerne Judas Priest, Iron Maiden, habe ich überhaupt kein Problem mit. Und Motorhead zum Beispiel. Ja. Ich hatte ja auch live das T-Shirt an von Motorhead. Klaus und ich waren vorletztes Jahr ist auf dem Motorhead-Konzert in Bremerhaven. Nee, also ich habe da, wir haben da keine Scheuklappen auf. Also absolut nicht. Und wie gesagt, wie wir vorhin schon einmal sagten, so pure Oldschool oder so. Und nur denn das hören, das ist ja Quatsch. Also das machen wir nicht. Also wir hören auch alle verschiedenes Zeugs noch und so. Wie sieht das bei dir aus? Genau so, ich höre auch alles quer durch den Garten. Ja. Iron Maiden, sei es Metal oder natürlich IBM oder auch andere Sachen. Oder im Auto habe ich zum Beispiel auch Sade. Ja. Das passt auch mal. Sade? Ja. Das hättest du jetzt aber nicht sagen müssen. Aber also wie gesagt, auch quer durch den Garten. Okay. Bei mir, ja, ich bin ein absoluter New Order-Fan. Wow, ja. Volles Rohr Bonanza. Und habe auch gerne alle Konzerte mitgenommen, wenn ich die Möglichkeit hatte. Mookie Rules, ne? Ja, klar. Ansonsten, ja, bei mir zu Hause läuft unheimlich viel Sunshine Live. Okay. Das heißt, ich bin auch nicht abgeneigt, die Techno-Schiene zu hören. Mhm. Ich bin voller Scooter-Fan. Nein, natürlich nicht. Wobei ich dazu sagen muss, der macht das super, der Typ. Also der hat's voll drauf, ne? Der weiß, wie er die Massen begeistern muss und er hat ja früher gar nicht so schlechten Future-Pop gemacht, muss richtig, man dazu sagen. Ja, aber trotzdem. Und dann hat er diesen Weg eingeschlagen, finde ich auch super. Also ich höre es nicht, aber nee, weiß soll, ja. Soll er machen, ist okay. Soll er machen. Hyper. Muss ich nicht hören, aber soll er machen. Ihr seht also dementsprechend Genres, der ganze Quatsch, von wegen IBMler hören keine Gitarren oder so, stimmt nicht. Ist ja Käse. Quatsch. Nee, wieso? Wir haben ja auch live da mal ab und an einen Gastmusiker dabei. Ja. Aus der Schweiz. Das ist Patrick. Und immer wieder gerne, ne? Wenn der bei uns mal eben eine Session mitmacht, geht gut ab. Also ich mache unheimlich gerne mit dem Gitarristen auf der Bühne arbeiten. Mhm. Ne? Ralf und ich können ja auf der Bühne sowieso schön immer Gas geben. Und wenn noch ein Gitarrist dabei ist, dann hast du noch mal einen, der dabei richtig schön treibt. Gar nicht schlecht, aber es ist halt ein Aufwand. Wir sind so ganz charmant klein, können immer ganz gut überall hin anreisen, haben unsere kleine Gruppe und das ist unheimlich einfach auch für die Veranstalter. Hm. Also wir sind 6 bis 8 Leute und uns kann man immer gut unterbringen. Okay. Ja, in diesem Sinne hoffen wir dann erstmal, dass wir Tyske Luder auch mal mit Gitarre sehen werden. Eine Frage, Internet Segen oder Fluch für euch? Oh, Segen, auf jeden Fall Segen, auf jeden Fall Segen. Du erreichst ja heute Leute, da hättest du früher von nur geträumt oder so. Also wenn ich da gerade an MySpace denke oder so, was wir da für eine Resonanz haben, was wir da für Leute kennengelernt haben. Ich glaube zum Beispiel, wir waren ja vor 2-3 Wochen waren wir erst das erste Mal in unserem Leben in Kanada und haben da gespielt. Ich denke mal, das wäre alles ohne diese Verbreitung im Netz überhaupt nicht möglich gewesen. Ah, ja. Und kannst auch direkt mit den Fans kommunizieren, das finde ich auch sehr schön. Und viele Gesichter, die du dann live siehst, die hast du vorher schon mal auf Facebook gesehen oder MySpace oder auch umgekehrt. Ja. Also ich finde es, also für mich ist es ein Segen. Also das ist, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber... Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Passt. Wobei, das ist sein Part. Er ist der Internet-Experte. Genau, wir sind auch über das Internet in Kontakt getreten. Wahrscheinlich. So ist es. Jetzt eine persönliche Frage an euch, die stelle ich jeder Band, jedem Künstler, jedem Maler, Fotografen etc. Wenn das Leben eine Torte wäre. Nee, okay. Noch viel schlimmer. wenn Gott vor euch stehen würde und würde sagen, Mist, ich habe es voll verrissen mit der Menschheit, ihr müsst mir jetzt helfen. Was würdet ihr antworten? Ich glaube, wir sind alles Atheisten, das wird schwierig. Weißt du, was ich antworten würde? Mach blinde Menschen bitte genau das, was du mit den Dinosauriern gemacht hast. Okay. Ups. Thank you.
wieder erholen. Mehrwertsteuer für Hundefutter, ja. Was hast du mit Mehrwertsteuer? Ich hätte die Mehrwertsteuer für Hundefutter erhöht, von 7% auf 19. Also ich weiß nicht, ich finde die Menschheit eigentlich so, wie sie ist, eigentlich ziemlich okay. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich da groß ändern wollte. Wir können ja jetzt ganz groß ausholen. Wir können in den Golf von Mexiko fahren, wir können überall hinfahren. Aber der Mensch ist doch definitiv sowas von bekloppt. Es liegt in der Natur des Menschen, sich selbst zu zerstören. Das stimmt, alles andere baut aufeinander auf, nur wir nicht. Ja, so ist es. Das zu den Philosophien reihen wir demnächst auch nochmal als Sondersendung ein. Was alle anderen Künstler auch dazu gesagt haben, ist eine schöne Geschichte. Von Shocking bis über, weiß ich nicht, ist eine Menge zustande gekommen. Was habt ihr für die Zukunft geplant? Wir planen das eigentlich nicht. Also wir sehen jedes Jahr zu, ob wir noch Bock auf die Sache haben. Hm? Und okay, da überlegen wir haben halt dann unseren Status. Wir fragen uns dann halt, haben wir noch Bock darauf? Es gibt ja solche Momente und solche Momente. Und solange es passt, es Spaß macht und so und sich keiner in der Band genötigt fühlt und dann von zu Hause weggeht und sagt, oh, nicht schon wieder zum Blackfield. Nee, werden wir weitermachen, denke ich, klar. Also ich glaube noch nicht, dass wir mit 60 wie die Rolling Stones oder so auf der Bühne stehen, aber... Warum nicht? Vielleicht, ja, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, es ist für meine beiden Frontmänner zu aufreibend. Sie werden ja auch nicht jünger. Wir werden mit dem Rollstuhl über die Bühne fahren. Okay. Nee, solange es Spaß macht, die Leute mitgehen und... werden wir es weitermachen, denke ich. Klar. Jetzt macht es auch Spaß. Eigentlich das geilste Hobby, das du haben kannst. Wunderbar. Wir danken vielmals nochmal für das schöne Interview. Das waren alle Fragen, die ich soweit hatte. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin in der Zukunft und wir bleiben an euch dran. Und wünschen euch noch weiterhin viel Spaß. Vielen, vielen Dank für alles. Ja, und dir vielen Dank. Ja, cool. Danke. Alles klar. Alles Vergnügen. Schön.